So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Chalupi, der zweite Tag ohne Onkel Lüfti. Ich klopfe noch mal kurz überall und dann starten wir eigentlich wieder bei der Tankstelle. Let's go, direkt Geld bekommen. So Leute, wir waren jetzt erstmal kurz wieder zu der Tanke. Dann können wir den Tank hier, wobei, ja, vielleicht tanken wir ihn doch besser. Wir haben ja bisher noch nicht so gute Erfahrungen gemacht mit dem Tanken skippen. Und machen wir mal den Motor auf. Ja, es wären noch 24 Liter, aber das hatten wir uns letztes Mal auch. Aber noch 24 Liter, das wird reichen. Hat es nicht. Ich rüste jetzt nochmal das Auto auf. Oh, der Wein nur 10 Medizin. Okay, die Medizin hat relativ viel Wert sogar. Okay, und für dieses Geld kaufen wir uns sicher einmal ein Reparaturkit. Und ich gucke jetzt noch kurz wegen den Reifen, ob die eventuell ein bisschen mehr Dings brauchen. Ein bisschen Verbesserung. Ja, die Reifen sehen jetzt eigentlich gut aus. Die meisten, also die Hinterräder haben 2 von 3, die Vorderräder 1 von 3. Ich denke mal, das wird reichen. Und wenn, hätten wir noch einen Ersatzreifen. Und wir können ja trotzdem fahren, auch wenn wir eine Platte haben. Okay, ich fülle jetzt nochmal kurz den Tank und ja, dann geht's eigentlich weiter. Reparieren noch kurz den Motor dann. Wir könnten zwar theoretisch noch ein bisschen Wein kaufen, weil wir haben noch sehr viel Geld. Ja, unterwegs befinden wir bestimmt noch irgendwas. Okay Leute, der Wagen ist jetzt wieder sauber. Wir fahren jetzt mal zum Leica Store und gucken mal, was es dort so gibt. Okay Leute, wir könnten uns nochmal schwarze Farbe kaufen. Ich glaube, wir machen das. Und ich habe ja auch gesehen, es gibt hier noch so einen Kuhfänger. Dann passiert weniger Schaden. Ich glaube, das wäre auch ganz geil. Ich glaube, das bestellen wir uns auch mal. Ich meine, Geld haben wir genug. Ich hoffe, das mit der Farbe war jetzt nicht wieder ein Reinfall wie letztes Mal. Okay, der Dings hier ist jetzt dran. Jetzt gucken wir mal, ob das mit der Farbe jetzt funktioniert. Wie benutze ich diese Farbe? Es funktioniert einfach nicht. Mache ich irgendwas falsch? Verstehe ich nicht. Ich nehme die jetzt einfach wieder mit. So, dann müssen wir immer noch kurz die Papiere geben. Oh, ich muss noch den Dings auswählen. Das hat er mir erst jetzt gesagt. Lol. Ja, wir nehmen einfach die. Oh ne, da oben jetzt ein Fragezeichen gehabt. Kann ich das noch ändern? Na egal, jetzt gehen wir halt dort durch. Okay, Leute, es geht nach Stubhofe, noch 210 Kilometer. Easy. Okay, Leute, ich meine, wir haben ja jetzt Geländereifen. Wir gehen jetzt einfach hier durch. Oder auch nicht, oder? Können wir hier durch? Komm, wir brettern einfach durch. Naja, oh Leute, da war ein Paket direkt hier am Fluss, also. So, was ist da drin? Komm, zeig's mir. Würste. Oh, let's go. Wir haben jetzt wieder viele Würste. Naja, ist natürlich extra Money. Von daher ist es eigentlich schon nicht so schlecht. Okay, jetzt kommen wir hier scheinbar wieder auf die Straße. Okay. Noch 140 Kilometer. Oh, da vorne ist ein Autofrack. Let's go, das plündern wir so richtig aus. Ich habe gerade diesen Move gemacht. Naja, ist eigentlich egal. So, wir halten hier direkt nebendran und hoffen, dass da gute Ware drin ist. Alter, guck dir mal diesen Luftfilter an. Der ist einfach auch nochmal. Der ist halt noch komplett ganz. 3 von 3. Den wechseln wir safe aus. Sieht auch viel cooler aus. Plus 2 für den Motorhalter, okay, let's go. Okay, ansonsten, hinten ist noch Reifenflickzeug, okay, das können wir auch mitnehmen, ich meine, wieso nicht. Okay, leider hat es keine Reifen, hier ist da noch ein, lol, das Lenkrad ist einfach weg. Okay, wir hätten hier noch eine Brechstange, kann man die noch verkaufen? Ja, nehmen wir mit, oder? So, Leute, weiter geht's. Oh, Leute, hier war ein Päckchen, so richtig gut versteckt, ich muss euch das gleich zeigen. Was ist denn da unten? Okay, nice. Da, Alter, hinter diesem Stein, ich hätte es fast nicht gesehen. Aber fast ist zum Glück nicht ganz. Oh, Tabak, der hat auch einen richtig geilen Verkaufswert. Und weiter geht's, Leute, zu dieser, keine Ahnung, Zugstation. Oh Gott. Habe ich ein bisschen die Mauer gestreift. Oder die Steine, eigentlich ist ja, war ja keine Mauer. So, biegen wir hier gleich ab. Gehen wir doch direkt mal gucken, was wir da drin Schönes finden. Okay, ein Paket. Ist das alles? Nee, oder hier drüben ist auch noch was. Schauen wir doch nicht, das war halt wirklich alles, dieses eine Paket. Naja, wenn dafür hier drin etwas, oh Gott. Etwas Wertvolles ist, ist ja eigentlich auch geil. Würste, Digga. Ja, egal, wir nehmen jetzt nochmal so viele Würste, wie wir tragen können. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Gut, das hier funktioniert scheinbar nicht. Dann können wir das eigentlich ja wegwerfen. Oh, Leben, ja. Ja, okay. Gut, Reifenflickzeug. Die haben Verkaufswert von 2. Wie viel hat das hier? 2,1, ja, das macht mehr. Oh Gott, naja, egal. Oh, Leute, ich glaube, ich kann da vorne in der Ferne schon Stubhofe erkennen. Ja, das ist auf jeden Fall schon Strovo. Bevor ich jetzt mal zum Motel, dann sehen wir uns dort wieder. Ja, da drüben ist auch direkt wieder der Leica Store. Dann gehen wir jetzt ins Motel. Okay, hier ist auch wieder nur Kaffee verboten. Das ist relativ nice to know. Haben wir noch fast in die Wand gekracht. Okay, was wir vorhin gerade in den Sinn gekommen ist, das brauchen wir. Wir haben gar nicht den Wein gecheckt. Boah, aber auch wieder nur 22. Och man. Das wäre so geil, wenn der mal so ein bisschen wirklich in die Höhe gehen würde. Geht das so für 80 oder so? Das würde so rentieren. Ja, ich würde gerne bei euch bleiben. 20, das geht ja noch klar. 2C. Denken sie wohl. Let's go. Wir haben doch wieder ein bisschen Geld gemacht. 25 Ostmark.
Okay, hier wird niemand Geld geben, denn hier gehen wir jetzt rein. Okay, Leute, das war's für diese Folge Chalupi. Ich dachte gerade kurz, die Kamera ist abgestürzt. Das war's für diese Folge Chalupi. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Müssen wir wieder einschlafen oder so. Wie geht das lange, also? Is it what do you see as you twist it out beneath our feet?